Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem kleinen SF Game Special hier auf Deras Channel. Anlass ist ja die Dungeon Etage 130, die mir irgendwie keine Ruhe lässt. Ich mache das kleine Special heute als zusätzlichen Upload. Bitte nicht dran gewöhnen, ja. als kleinen zusätzlichen Upload, weil ich weiß, einige Leute sind jetzt auch gespannt am Warten, dass ich den mal zeige oder am besten noch besiege. Aber ich lasse den hier gerade schon mal ein bisschen nebenher laufen. Und ihr seht es ja selbst, die Chancen, den zu besiegen, sind derzeit, naja, nicht die allerhöchsten. Er hat recht viel Leben, er teilt richtig böse aus. Also ich kann mich vielleicht ein, zwei Mal am Anfang des Kampfverlaufs treffen lassen. Crits sind immer schon richtig böse. Sprich, im Endeffekt müsste ich im Optimalfall den kompletten Kampf lang ausweichen und dann halt genug Schaden zu machen, um ihm 33 Millionen Leben zu rauben, ohne dass er dann noch zu viel blockt. Ja, ihr seht's ja selber. Gerade läuft es ja mal ganz lustig, aber jetzt haut er mich bestimmt weg, wo ich das gesagt habe. Na? Naja. Ja, so viel zu dem Thema. Also, ich werde den definitiv weiter probieren. Ich werde den vielleicht jetzt nicht so exzessiv probieren wie die Bosse davor, weil mit denen habe ich eigentlich fest gerechnet, dass die klappen müssten. Der hier, naja, schauen wir doch einfach mal. War klar, dass der recht knackig wird. Ich werde ihn auf jeden Fall, wie gesagt, weiter probieren. Werden wir nicht bis Level 350 aufsparen. Aber ich werde jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt mir 2000 Pilze holen und die einmal komplett durchballern, einfach mit überspringen. In der Hoffnung, dass dann bei den 2000, jawohl, hoffentlich mal dieser optimale Try dabei war. Naja. Keine Ahnung, ich kann das eh nicht machen, will ich einfach auch nur nochmal gesagt haben und ich werde es nicht machen und ich finde das auch gut, das hilft mir ja fast sogar ein bisschen, ich habe ja den Anspruch an mich, den Kampf dann auch komplett aufgezeichnet zu haben und hochladen zu können, von daher, ich kann gar nicht in die Versuchung kommen, da jetzt einfach, keine Ahnung, wie viele Pilze überspringen, durchzujagen in kürzester Zeit. Ich lasse mir damit jetzt einfach Zeit, keine Ahnung, einmal die Woche mal so 100 Versuche durchjagen mit laufender Kamera. Und dann wird das schon bestimmt irgendwann mal klappen. Es sind ja manchmal, naja, ich wollte gerade sagen, gute Versuche bei, aber da hatte sich der auch schon wieder erledigt. Naja, gut. Bevor wir uns das Elend hier länger anschauen, sage ich erstmal Tschüss aus SF Game für heute. Das nächste SF-Game-Video, sollte ich nicht den Boss wieder erwarten, bis dahin noch gelegt haben, wird dann am kommenden Wochenende sein. Das nächste Let's Play von Lüni dann. Freut euch also drauf, bleibt dabei, zwischendurch die üblichen täglichen Uploads, wahrscheinlich Minecraft. Und ja, in dem Sinne, drückt mir die Daumen, dass es vielleicht doch mal klappt, dann kann ich euch das bei Gelegenheit schon sehr schnell zeigen. Ansonsten, ich lasse mich noch einmal verprügeln, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ja, das war dann wohl wieder auch nichts. Ach ja, ich hatte es vergessen. Habe ich jetzt noch einfach mal hier, werde ich jetzt noch mal einfach hier hinten ran basteln. Ich hatte mich ja schon verabschiedet. Ich hoffe, es guckt noch jemand zu. Ich habe hier ja noch im Inventar so lustiges Austauschgear. Es sind sogar plus 5 Epics. Ich dachte einfach mal ein bisschen auf Resistenzen. Der Motu, die Etage 129, hatte ja sogar, glaube ich, mit dieser Waffe hier gelegen. Wenn ich mal alle drei ganz lustig jetzt anziehen würde, ich würde auf immerhin 1800 Verteidigung kommen, ihm 1800 Stärke sozusagen rauben, wenn ich das richtig im Kopf habe, so mit den Formelgedöns. Ich glaube, so war das. Aber ihr seht es ja im Endeffekt selber, 1800
Stärke sind da fast ein Tropfen auf den heißen Stein. Er verprügelt mich im Endeffekt fast genauso wie vorher. Naja, vielleicht habe ich jetzt dadurch einen Treffer sogar mehr ausgehalten. Aber die späteren Treffer im späteren Kampfverlauf muss ich trotz allem einfach ausweichen, weil die werden dann vom Schaden zu groß, sodass der Nutzen durch diesen einen Treffer mehr vielleicht gar nicht mal so groß ist. Ich bin mittlerweile fast der Auffassung, man sollte vielleicht auf so viel Geschick wie möglich gehen, keine Ahnung, um einfach das Maximum an Schaden rauszuholen. Um wenn man dann doch mal diesen einen glücklichen Try hat, wo es darum geht, ja, einfach ihn noch niederzustrecken, weil man super gut ausgewichen ist und dann das Ganze an ein bisschen Schaden scheitert, keine Ahnung, dann hätte man sich geärgert. Und man muss eh ausweichen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Spätestens nach keine Ahnung, 10 Runden, 10 Treffern ist der, glaube ich, lustig am One-Hits verteilen. Wenn man sich, mindestens wenn man sich schon mal vorher getroffen hat, dann wird das alles nichts mehr. Naja, aber ich will nicht ganz so schwarz malen, irgendwann wird das schon klappen. Und ich sag einfach nochmal tschö.